ich heute. Oder You Looked Exe. Wir gehen erstmal in You Looked Exe rein. Deutsche Memes. You Looked Exe. Let's go. Dieses Video soll jemand verletzen und dient nicht zur Unterhaltung. Alles klar. Hallo! Ich bin ein ruhiger Autofahrer, auch ich. Digga, er fährt weiter, bist du, ist er dumm? immer wenn ich mit meinem Dad fahre, Leute, ich weiß nicht, ich hab wirklich Angst immer. Ja, nee, okay, ja, der Puls geht immer auf 400 Millionen. Bro. Immer, wenn man mit Eltern fährt, ist es eh vorbei. Wirklich. Oh, hallo! Digga, du bist. Ist der dumm, Alter? Wow, okay. Sehr beeindruckend. Wenn ich meinem Vater dabei helfe, den WLAN-Router neu zu starten. Wo ist Soft? Governo. Entschuldigung? Software scheiße. Aha. Wissen Sie. Sie sind gut. Ich chill hier am Räumen. Baum fliegt rein. Der Arme hat einen Baum auf seinem Bein. Er hat mich fast erstochen, dieser Huren. Ich will mein schlechtes Zeugnis versuchen zu erklären. Ich sag euch, ich hatte mal Angst, nach Hause zu gehen, wenn ich mein Zeugnis bekommen habe. Ich hatte wirklich Angst. Bro. Hallo. Scheiß mal da drauf. Mein Dönermann hat den Typen hinter mir auch Chef genannt. Man denkt immer, man hat so geile Beziehungen da mit dem Dönerverkäufer. Man denkt so, ja Mann, okay, ich bin mit dem auf einem Vibe. Irgendwann kriege ich einen Döner for free. Oder der macht das bei jedem, Alter. Oh, was will der Fresssack denn jetzt noch, der Affe? Was sich der Kellner denkt, wenn ich meine Hand hebe. Jetzt frisst er sich schön voll. Ja, mach die Hand runter, du Affe. Einfach tasty. Ich sag euch ehrlich, ich geh mit tasty in ein Steak-Restaurant. Bruder, mir ist das schon unangenehm, wenn mein Steak irgendwie zu durch ist. Oder also, wenn es halt wenig durch ist. So, eigentlich muss man das machen, weil dazu arbeiten die. Also, die arbeiten ja gerade dafür so. Die machen das ja extra. Aber mir ist es immer unangenehm. Bruder, tasty so, noch nicht durch. Die kommt, die Arme, die bringt das in die Küche. Die kommt wieder. Nee, ist noch immer nicht durch. Die kommt dann wieder und dann hebt er nochmal die Hand. Und nochmal die Hand. Ich denke mir so, Bruder, iss doch einfach. Iss bitte, Bruder, mein Gott, iss einfach dein Steak, Bruder. Es ist doch gut langsam. Eigentlich ist es richtig so, aber ich bin wirklich, keine Ahnung, ich schäme mich. Ich schäme mich auch. Danke für diese Uhr, Marc Gebauer. Gebauer. Hello, ladies and gentlemen. Today we're gonna show you this Patek Philippe with Kelvin wird vom SEK gestürmt und abgeschossen. Wie schlecht einfach. Weil er ist. Wenn dein kleiner Bruder zum 10. Mal ins Zimmer kommt. Mal raus mit der Kamera und dann noch einmal die Tür quietscht, ich raste aus. Mach mal die Tür zu und dann geh mal raus. Wieder, ich werde nochmal zum Friseur gehen. Diese Tür kennt jeder, kenne ich einfach bei sich zu Hause. Das ist einfach Tradition, wenn man nie so eine Tür zu Hause hat, dann stimmt irgendwas nicht. Tür zu, dann geh mal raus. Du willst abends raus, ganz ruhig, diese Tür weckt deine ganze Nachbarschaft auf. Wieder, ich werde nochmal zum Friseur gehen und mir meine Haare schön gerade schneiden lassen. Oder ich werde es so machen, dass ich jetzt das so belasse und dann einfach wachsen lasse. Denn jetzt ist es so, dass ich mir eigentlich überlegt hatte, das ganze Jahr jetzt meine Haare mal auf kurz zu lassen. Aber um ehrlich zu sein, dachte ich mir, es ist wieder Zeit für eine Veränderung. Und jetzt werde ich wahrscheinlich dieses ganze Jahr meine Haare wachsen lassen. Und dazu alle paar Tage einen kleinen Vlog machen. Ne? Cool. Wo ich dann über ein paar verschiedene Sachen rede, also über meine Haare rede, was für Pflegeprodukte ich benutze und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, ganz praktisch auch, weil ihr dann vielleicht auch mal seht, wie meine Haare so wachsen an sich. Hier geht um 18 Uhr, mein Vater um 11 Uhr. Alle, die sagen, das ist ein Pommdöner, da steht doch Dönerbox. Der will was aufnehmen, um was aufzuklären und im Hintergrund, der lässt einfach so einen kleinen Schleicher hinten so. Vor allem, man merkt richtig, wie der den rausdrücken musste, weil er auf so einem Holzküchenstuhl ist. Alle, die sagen, das ist ein Pommdöner, da steht doch Dönerbox. Nee, meine Mutter.
Wenn ich in die Klasse reinkomme, nachdem ich vorher rausgeschickt wurde. Du völlig Wahnsinniger, du unrealistischer, bildungsresistenter Intelligenzallergiker. Wenn mein Chef mich fragt, ob ich an meinem freien Tag arbeiten kann. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Hä? Hä? Ach, das ist eingefroren. Ach so, aber warum joggen die denn da, wenn es übel kalt ist? Was wir aufgemalt? Hier sind doch so Sprungbretter. Was wir aufgemalt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, das sieht zu real aus. Ich sag euch ehrlich. Lass mich einmal in Ruhe. Jetzt wissen wir, wer der Audi-Fahrer ist. Guck mal, was ist mit dem Ding los? Das geht ja wie Sau. Geht der Porsche richtig hier? Irgendwer fährt an uns vorbei. Bruder, was ist das denn? Guck hier. Bro, das ist halt... Einfach Tadeus seine Tentakel. Immer, wenn man sich neue Schuhe holt. Immer, wenn man sich neue Schuhe holt und damit in seinem Haus, in seiner Wohnung rumläuft, hört sich genauso an. Fleisch oder Fleisch? Vegeta. Mein Vater rettet mich 2 Stunden vorher aufs Gespräch. Tempel oder Sinti? Sinti und Roma. Eine Sache für die einsame Insel? Das ist Abdi. X-Hamster. Punkt bekommen. Wer ist er denn, Bruder? Bin ich auf die Idee gekommen, dass wir mit einem Kochtopf runter an Schnee Niemand ist in Physik. Gehen, Meerwasser schöpfen und dieses Meerwasser abkochen. Dann verdampft, das Salz verdampft oder wird verkocht und dann haben wir Süßwasser. Ich habe so wenig Muskeln, ich kann dieses Ding nicht mehr länger halten. Ich muss gleich offline gehen, weil ich einfach Muskelkater habe. Das ist ganz, ganz traurig, Mann. Ich kenne das Problem. Du kennst es? Hatte ich auch mit 9. Mit 9? Ja, okay. Er war witzig. Mund ist Schambereich mit 3 Euro. Die Länge von unseren Haaren toppt keiner. Bruder. Der spielt. Was? Wie man jemanden harmlos sagt, dass er Mundgeruch hat. Kann man nicht, Digga. Wie willst du das jemandem sagen? Nichts. Mir ist langweilig schon. Lass mal Zähne putzen gehen. Ja, Mann, richtig unauffällig. Richtig harmlos. Mir ist langweilig, lass mal Zähne putzen gehen. Boah. Das hat mir Kraft gegeben. Egal, wer Schulden hat, ja? Mhm. Wer gerade nicht arbeiten kann. Wer Sorgen und alles Mögliche, ja? Alles, was Schlechtes hat, ne? Sag mir nach. Ich auch was für den Körper tun. Hä? Mach mal Backflip im Morgen in den Start zu starten. Was? Was? Das ist so bad, einfach wirklich. Ey, Alex, da kommt 2 Weber, aber schau nicht zu offensichtlich. Auch Alex. Seine Augen wie hier sind. Wenn sie sagt, ich stehe nur auf harte Typen. Juckt ihn gar nicht, er hat gar keinen Bock, er will einmal zu Hause bleiben. Bruder, er hat gar keinen Spaß, Alter. Er hätte sich auch wirklich das Geld sparen können, ne, für den Freizeitpark. Der Bruder will einen Prank an seine Freundin machen. Schaut bis zum Ende. Oh nein, er macht so Frauenparfüm. Das wird schlimm. Parfum. Ich hab doch keine Freundin am Namen, was mach ich hier?
Ja, ey, Digga, so schlecht. Jetzt weiß ich auch, warum du geschrieben hast. Einfach du, lösch dich einfach, Furkan. Wirklich, du bist so ein Hund. Baba, meine Pizza ist verbrannt. Ja, kein Problem. Ey, das kenne ich auch schon. Das haben wir schon gesehen. Wie gesagt, das habe ich auch schon damals gesagt. Immer wenn ich Toast mache, Leute, genauso. Verpiss dich, Spasti, Alter. Welche Vibes gibt euch dieser Klingelton? Ich sag dir ehrlich, Oma, Großeltern. Großeltern und Sekretariat. Großeltern und Warteraum im Sekretariat, wenn die Tür offen ist. Die Frau wollte nur Zug fahren. Mm. Ey, die Arme, Alter. Ey, ist auch so ekelhaft, man. So ein Hund. Diggity-giggity, diggity-giggity.